Am Anfang steht Karl Marx mit seinem Traum. Lenin macht daraus die Revolution in Russland. Stalin schmiedet sein Reich des Terrors. Maos Propaganda schickt ganz China auf den langen Marsch. Und der Guerillero Che Guevara wird zum Star einer ganzen Generation. Im 20. Jahrhundert wird fast die halbe Welt kommunistisch. Das führt zum Kalten Krieg zwischen Ost und West. Dann, wie bei einem Spuk, ist plötzlich alles vorbei. Was bleibt, ist der Schmerz über Millionen Tote und einen geplatzten Traum. Erster Mai 2016 in St. Petersburg. Unsere Heimat ist die Sowjetunion, skandiert ein Häuflein von übrig gebliebenen Kommunisten, das den Tag der Arbeit feiert. Für diese Genossen sind Lenin und Stalin immer noch Helden der Vergangenheit im Kampf gegen den Kapitalismus. Die roten Fahnen, Symbole einer neuen Politik, die Lenins Revolution im Oktober 1917 in dieser Stadt versprochen hat. Gerechtigkeit, neuer Optimismus, neues Staatsgebilde. Wladimir Iljitsch Lenin hat sich neue Ideen ausgedacht und es geschafft, diese zu verwirklichen. Wladimir Iljitsch Lenin war nicht nur ein russischer Mensch, sondern ist ein Mann für die gesamte Menschheit. Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben, steht auf der Fahne, die an eine der größten Zeitenwenden in der Geschichte der Menschheit erinnert, die russische Revolution. Damals stürzten die Massen das marode Regime des russischen Zaren. Das Chaos nutzte Lenin für einen Staatsstreich im Namen einer radikalen Ideologie. Der Marxismus war für Lenin das Vehikel, um aus Russland Europa zu machen. Und dafür war Lenin bereit, wirklich alles in Kauf zu nehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Da war er rücksichtsloser als viele andere Sozialisten, die das auf evolutionärem Wege von unten verwirklichen wollten. Lenin wollte das von oben machen und er war auch bereit, dafür brachiale Gewalt einzusetzen von Anfang an. Lenin und seine Partei der Bolschewiki stützen sich auf die Ideen des deutschen Philosophen Karl Marx, der über ein halbes Jahrhundert zuvor seine Vision einer gerechteren Welt, Kommunismus, genannt hat. Diese Herausbildung eines Marxismus und dann eines Marxismus-Leninismus und dann eines Marxismus-Leninismus in Großbuchstaben durch Stalin und dann eines Maoismus und so weiter, ja, das sind ja alles Metamorphosen eines Gedankensystems, die ja zum Teil mit dem ursprünglichen nur noch sehr wenig zu tun haben. Radikale Revolutionäre von einst werden zu größenwahnsinnigen Diktatoren und benutzen die Ideen von Marx, um die halbe Welt im Namen des Kommunismus zu beherrschen. Kommunismus war wie eine Religion. Menschen wurden inspiriert, ihr Leben aufzugeben für das Versprechen eines Himmelreichs auf Erden. Kommunismus führte zu Terror und Unterdrückung. Es war eine totalitäre Philosophie. Jeder, der sich den Bedürfnissen der Menschheit widersetzte, musste zum Schweigen gebracht werden. Wenn Sie jetzt Menschen auf der Straße befragen, dann verstehen die unter Kommunismus das System, das es im Osten gab. Für Marx war ja Kommunismus die Stufe nach dem Sozialismus, wo dann wirklich jeder nach seinen Bedürfnissen und jedem nach seinen Fähigkeiten, also wo es keinen Zwang mehr gibt, keinen Druck mehr gibt, kein Geld mehr gibt, also eine sehr, sehr ferne Utopie. Also etwas ganz, ganz anderes. Eigentlich auch nichts, was realpolitisch unmittelbar auf der Tagesordnung steht. Also das war für ihn Sozialismus. Doch dieser Traum von einer klassenlosen Gesellschaft führt im 20. Jahrhundert zu Gefängnissen und Straflagern, zu Todeskommandos und geschätzten 90 Millionen Toten. Was in seinem Namen gemacht wurde, hat auch etwas zu tun mit dem, was er formuliert hat. Er hätte es vielleicht revidiert. Das mag ja sein, aber Marx ist eng verbunden mit den tragischen und furchtbaren Konsequenzen des Marxismus und des Leninismus. Die Geschichte des Kommunismus beginnt im 19. Jahrhundert im Königreich Preußen. Karl Marx wird am 5. Mai 1818 in Trier geboren.
Der Vater ist vom Judentum zum Protestantismus konvertiert, um als Anwalt zugelassen zu werden. Das Geburtshaus ist heute eine Gedenkstätte. Karl Marx ist tatsächlich eine ungeheuer komplexe Figur. Es hat ihn angetrieben, erstens ein Gedankenfeuer, was in dieser Zeit lebendig war. Das Gefühl, dass die menschliche Geschichte auf irgendeinen Punkt der Erfüllung, der Zuspitzung auf etwas zuläuft, was man noch nicht beschreiben kann. Das war das Grundgefühl, dass auch die Geschichte selber von Menschen gemacht wird und nicht von Gott gemacht wird. Auch ein neuer, sich in dieser Zeit durchsetzender Gedanke. Der junge Marx will wie sein Vater Jura studieren, interessiert sich aber schon früh für Philosophie und Geschichte. Die Probleme wie Armut, Zensur und Diskriminierung faszinieren ihn. Aus Trier geht er 1835 zum Studium nach Bonn und wechselt ein Jahr später in die preußische Hauptstadt. Aus der kleinen Stadt Barmen ist auch Friedrich Engels nach Berlin gekommen, um an der Universität zu studieren. Wie Marx schließt sich auch Engels, der 1820 geborene Sohn eines Fabrikanten, radikalen Gruppen an. Sie lehnen die Monarchie ab. Engels rebelliert gegen die Tradition seiner Familie. Er wuchs als Sohn frommer protestantischer Fabrikanten in einem strengen und liebevollen Haushalt auf. Die spätere Übernahme des Familienbetriebes wurde von ihm erwartet. Seine in der Textilbranche tätige Familie kam aus dem Rheinland, wo er aufwuchs, während die industrielle Revolution der Gegend großen Wohlstand und Einfluss brachte, doch auch Ungleichheit. Die Familie lebte in einem hübschen Haus, umsorgt von Angestellten in der Nähe ihrer Fabrik. Also eine liebevolle, strenge, protestantische, kapitalistische Jugend. Capitalist upbringing. Engels entscheidet sich gegen eine Karriere im väterlichen Betrieb. Ihn schrecken die damaligen Arbeitsbedingungen in den Fabriken ab. Als Journalist will er kritisch darüber berichten. As a young man, Engels was a romantic. Der junge Engels war ein Romantiker. Er gab sich ganz dem romantischen Geist des 19. Jahrhunderts hin. Natürlich wollte er die Welt verändern, doch er wollte sie nicht als Sozialist verändern. Die Menschheit sollte sich neu entdecken und er wollte ihr Held werden, wie der junge Siegfried. Erst später ging dieses Bestreben in eine eher sozialistische Richtung. Der wirtschaftliche Umbruch macht sich ab 1830 auch in Deutschland rasant bemerkbar. So wie im Industriemuseum in Solingen sah der Alltag eines Fabrikarbeiters in frühindustrieller Zeit aus. Viele Maschinen auf engem Raum, Lärm, Dreck. Doch das wachsende Heer der Fabrikarbeiter wird schlecht bezahlt. Kinderarbeit ist ganz normal. Friedrich Engels schreibt in Artikeln und Aufsätzen über die Zustände. In diesen Fabriken konnte man überhaupt nicht mehr als ein paar Jahre leben, ohne schwere Gesundheitsschäden, ohne taub zu werden zum Beispiel. Also wenn 100 Maschinen in einem Raum, in diesem höllischen Lärm, mit diesem Staub arbeiteten, wurde man taub, die Lungen verstopften und man starb. Aus diesem Leiden der Arbeiter kann man trotzdem diesen ganzen historischen Impuls nur sehr teilweise erklären. Es waren Intellektuelle und bei Marx ist ja auch der Grundgedanke, der auch nicht nur bei ihm vorhanden war, dass dieses neue Proletariat, was wie ein weißes Blatt war, was auf die unterste Stufe heruntergedrückt schien, die Potenz wäre, die es ermöglichen würde, aus diesem gesellschaftlichen Rahmen auszubrechen. Die Rheinische Zeitung ist damals das führende Presseorgan der bürgerlichen Opposition in Preußen. Die Redaktion in Köln leitet Karl Marx. Auch Friedrich Engels schreibt Artikel für das regimekritische Blatt. 1842 kommt es in Köln zum ersten Aufeinandertreffen mit Marx. Kühl soll es verlaufen sein. Engels ist auf dem Weg nach England. Das Land gilt als Vorreiter der industriellen Entwicklung. Frühe Filmaufnahmen aus Manchester. Dort haben sich neue Produktionsweisen durchgesetzt. Von Manchester-Kapitalismus ist die Rede. Engels' father was very concerned by the
Engels Vater war besorgt wegen des Umgangs, den Engels in Berlin pflegte, und wollte ihn raus aus dieser radikalen Atmosphäre holen. Er schickte ihn nach Manchester, wo der Familienbetrieb Anteile hatte, um ihn zu deradikalisieren. Engels war hoch erfreut, denn Manchester war das Zentrum der industriellen Revolution. Der Kapitalismus war hier am weitesten fortgeschritten und die Arbeiterklasse am stärksten verarmt. In Berlin vom Kommunismus überzeugt, wollte er den Kapitalismus in Manchester real erleben. Er wollte die Stadt entdecken, spazierte herum, ging in die Fabriken. In Kombination mit seiner Erfahrung in der Textilindustrie entsteht das großartige Buch »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«. Es ist eine Warnung an die deutschen Fabrikanten, das deutsche Bürgertum, den Weg des Kapitalismus nicht weiter zu beschreiten, da das unvermeidliche Ergebnis eine soziale Revolution sein würde. Das Durchschnittsalter der Industriearbeiter in Manchester liegt damals bei nur 18 Jahren. Die tägliche Arbeitszeit bis zu 18 Stunden. Es gibt keine Sonntagsruhe und nur unzureichenden oder fehlenden Arbeitsschutz. Es existieren weder eine Altersversorgung noch eine Unfallversicherung oder Kündigungsschutz. Als preußische Bürokraten 1843 die inzwischen allzu kritische Rheinische Zeitung verbieten wollen, verlässt Karl Marx seine Heimat und zieht nach Paris. Hier will er sich mit den Ideen der französischen Sozialisten beschäftigen. In seiner Wohnung in der Rue Vanneau entwickelt er eigene Standpunkte und Theorien. Dort kommt es auch zu einer neuerlichen Begegnung mit Engels. Und diesmal ist es der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Seit dem Treffen in Paris Mitte der 1840er Jahre verstanden sich Marx und Engels als Teile eines gemeinsamen politischen Projekts. Die Rollenverteilung war noch offen. Zu diesem Zeitpunkt stand Engels in gewisser Weise mehr im Mittelpunkt. Seine Werke waren weit verbreitet und man kannte ihn. Erst später erkannte Engels das Genie von Marx und entschied sich, wie er sagte, die zweite Geige hinter dem ersten Geiger Marx zu spielen. Eine Handschrift dokumentiert die Zusammenarbeit. Marx bringt die Gedanken zu Papier, Engels steuert die Zeichnungen bei. Mit Gleichgesinnten aus ganz Europa gründen sie den Bund der Kommunisten, noch mehr Geheimbund als Partei. Der Leitspruch »Proletarier aller Länder vereinigt euch« stammt von Marx. Noch fehlt ein Programm. Das Manifest der Kommunistischen Partei beginnt als kommunistischer Katechismus. Wie in der Religion fordert es einen am Anfang auf, seine Qualitäten als wahrer Kommunist zu hinterfragen. Bei einem langen Treffen in London definierte man die Grundlagen des kommunistischen Manifests. Dort trifft man auch die brillante Entscheidung, Marx nach Brüssel zu schicken, um die Details zu formulieren. Obwohl das Manifest der Kommunistischen Partei Produkt eines Komitees ist, wurde es von nur einer Person geschrieben. Marx selbst schreibt die Endfassung. Marx holds the pen on the final edition. Schon seit Jahren arbeitet Marx an seiner Theorie von der entfremdeten Arbeit. Damit meint er, dass die Arbeiter im Kapitalismus Reichtum erwirtschaften, ohne selbst davon zu profitieren. Marx will den historischen Ursachen dafür auf die Spur kommen und formuliert schlagkräftige Thesen für die Öffentlichkeit. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. What the Communist Manifesto provides is Das Kommunistische Manifest ist eine brillante Kritik am Kapitalismus, verständlich für jeden. Es ist ein Werk erstaunlicher und fesselnder Originalität. Es beschreibt den Einfluss der Globalisierung, die Natur des Kapitalismus und wie dieser menschliche Beziehungen beeinflusst. Familie, Arbeit und die Umwelt. Und es bietet eine Vorlage zur Revolution. Marx Kernthesen? Der Entwicklungsstand der Ressourcen einer Gesellschaft, das sind die Produktivkräfte, ist die Grundlage der Machtverteilung in der Arbeitswelt. Das sind die Produktionsverhältnisse. Und die realen Lebensumstände, also das Sein, bestimmen das Bewusstsein des Menschen.
Das besonders Interessante ist eigentlich, dass es teilweise ja fast ein Hymnus auf die revolutionären Kräfte der bürgerlich-kapitalistischen Entwicklung ist. Das ist der marxische Grundgedanke. Nur auf dieser Grundwoge kann es sich in Richtung einer höheren sozialistischen Gesellschaft bewegen. Das ist der Unterschied gegenüber allen Sozialisten seiner Zeit, die ja alle letztlich raus wollen aus dieser Gesellschaft, die etwas irgendwie ganz Eigenes schaffen wollen, was im Grunde versucht, diese Dynamik der modernen Gesellschaft auszuschalten. Dieser Gedanke ist ihm ganz fremd. Deswegen könnte man sagen, dass Marx vielleicht der Erste war, der den Kapitalismus zu denken versucht hat. Marx analysiert die bisherige Entwicklung der Menschheit als Auseinandersetzung von Klassen. Durch die industrielle Revolution habe sich der sogenannte Klassenkampf auf die Bourgeoisie und die Arbeiter verlagert. Und das Proletariat, so schreibt er, habe nichts zu verlieren als seine Ketten. Er hatte durchaus die Vorstellung, dass die Arbeiterklasse, das Proletariat, wie er das formulierte, aus seiner Stellung im Produktionsprozess selbst imstande wäre, eine historisch voranschreitende Rolle zu übernehmen und sozusagen den historischen Fortschritt dadurch voranzubringen, dass man vom Kapitalismus, der seinerseits ein Fortschritt gegenüber den vorkapitalistischen Verhältnissen war, in der Sicht von Marx, Engels. Sie haben ja gewissermaßen fast eine Apotheose der kapitalistischen Entwicklung im Manifest formuliert, dass jetzt dann in der nächsten Stufe der Entwicklung diese bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft abgelöst wird durch eine Umwälzung getragen vom Industrieproletariat, das auch, so nahm er an, dann auch die deutliche Mehrheit der Bevölkerung umfassen würde. Marx schreibt, dass die Kommunisten jede Revolution gegen die gesellschaftlichen Zustände unterstützen werden. Auf dem Weg zur besseren Welt des Sozialismus müsse die Eigentumsfrage im Mittelpunkt stehen. Erst danach werde das Endstadium der klassenlosen Gesellschaft erreicht. Marx hat sich das als eine unendliche Entwicklung vorgestellt. Auch nach dem Sozialismus tritt bei ihm überhaupt keine Stagnation ein, sondern seine Vorstellung ist, dass dann im Gegenteil es immer höher, immer weiter geht. In der Hinsicht ist das fast eine antike Vorstellung der Selbstvervollkommnung des Menschen. Das Kommunistische Manifest ist Teil dieses großen Moments in der europäischen Geschichte, der Revolution von 1848. Bewusst sollte es die Revolutionäre inspirieren und will demokratische Wege zum Kommunismus unterstützen. Zunächst musste man sich vom Ancien Regime befreien, von Autokratie und Monarchie. Darauf folgt der bürgerliche Kapitalismus basierend auf demokratischen Werten. Dann kommt man schließlich zum Kommunismus. And then you move towards communism. Als das Kommunistische Manifest im Februar 1848 zunächst auf Deutsch erscheint, ist halb Europa in Aufruhr. Das Bürgertum geht auf die Barrikaden, will die absolutistischen Herrscher in Paris, Wien und Berlin zu Reformen zwingen. In den deutschen Ländern scheitert schließlich nach einem Jahr der Versuch, eine demokratische Verfassung durchzusetzen. Wie in diesem britischen Spielfilm kommt es zur Konfrontation mit der Staatsmacht. In Dresden kämpfen der Komponist Richard Wagner und der russische Anarchist Michail Bakunin Seite an Seite. Anders als Karl Marx vertritt Bakunin die Auffassung, dass mit der politischen Revolution eine Veränderung der sozialen Verhältnisse einhergehen muss. Wie Marx es vorausgesehen hat, spaltet die Revolution von 1848 Bürgertum und Arbeiterschaft. Das Proletariat, so Marx, muss sich seine Rechte erkämpfen und eine Diktatur errichten. Bakunin befürchtet, diese Diktatur des Proletariats werde eine Herrschaft von Intellektuellen über die Massen sein. Diese privilegierte Minderheit glaube dann, die Interessen des Volkes besser zu kennen als die Menschen selbst. Genauso wird es im real existierenden Sozialismus dann tatsächlich kommen. Zu dieser Zeit lebt Karl Marx in Brüssel. Auf Befehl des belgischen Königs wird er aus der Stadt verwiesen. Marx geht nach Köln zurück, um mit einer Zeitung die Revolution zu unterstützen. Doch alle Aufstände werden niedergeschlagen. Erneut muss er fliehen.
Das Scheitern der Revolution von 1848 war eine große Enttäuschung für Marx und Engels. In Frankreich, Preußen und Italien war man voller Hoffnung gewesen. Engels selber sieht Kampfhandlungen an der Front und macht wichtige Erfahrungen durch die Teilnahme an einer Revolution. Doch die reaktionären Kräfte erobern die Macht zurück und Marx wird nach London vertrieben, wohin Engels ihm folgt. Als Karl Marx in London eintrifft, ist dort gerade ein neues Parlamentsgebäude im Entstehen. Es ist Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins des britischen Bürgertums, das in Großbritannien längst politisch mitbestimmt. Doch das britische Wahlrecht benachteiligt die ärmeren Schichten. Marx will mit allen bürgerlichen Kräften zusammenarbeiten, bleibt aber ein Außenseiter. Die frühen 1850er sind eine schwere Zeit für Marx und Engels. Zusammen mit anderen emigrierten Sozialisten sitzen sie in London, enttäuscht über das Versagen ihrer Politik, arm, unglücklich und in Sorge um die Zukunft. Zu diesem Zeitpunkt bringt Engels ein großes Opfer. Zugunsten von Marx wendet er sich wieder seiner Familie zu. Er steigt in die Geschäfte ein, um ihn zu unterstützen, denn Marx schaffen erscheint ihm zu wichtig für die sozialistische Revolution. Friedrich Engels sieht sich selbst als Unterstützer von Marx und als Vermittler von dessen Ideen. Er kehrt nach Manchester zurück, um in der Textilfabrik seiner Familie Geld zu verdienen. Ohne dieses Kapital könnte sein Freund in London nicht weiter daran arbeiten, die Fundamente des Kapitalismus zum Einsturz zu bringen. Karl Marx wohnt mit seiner Frau Jenny und den drei gemeinsamen Töchtern in einem nicht besonders vornehmen Stadtteil Londons zur Miete. Die Vaterschaft für einen unehelichen Sohn von Marx hat Engels übernommen. Interessanterweise war Marx in vielerlei Hinsicht bürgerlicher als Engels. Beständig, eine gute Beziehung zu seiner geliebten Frau, trotz einer Affäre. Er liebte seine Kinder, ermöglichte ihnen Klavier- und Tanzstunden und sorgte sich um ihre Zukunft. Er genoss das Häusliche und war weniger unternehmerisch veranlagt als Engels. Und so verdiente Engels das Geld. Ein Foto zeigt die beiden mit zwei Töchtern von Marx. Die Finanzhilfen des Freundes ermöglichen dem Philosophen, an seinen wissenschaftlichen Theorien zu arbeiten. Marx und Engels glaubten, der Kommunismus würde das Individuum befreien. Man könnte Kritiker sein, Cowboy oder Fischer. Man durfte den Reichtum der Menschheit genießen, was Engels auch tat. Als Fabrikbesitzer in Manchester war er Mitglied eines reichen preußischen Gesprächskreises. Er ging in Clubs und genoss guten Wein und gutes Essen. Vor allem nahm er am Cheshire Hunt teil, einer Fuchsjagd sehr reicher Aristokraten in der Nähe von Manchester. Marx und Engels engagieren sich aktiv für die politische Verbreitung der Ideen des Kommunismus. Gelegentlich tritt Marx auch öffentlich als Redner auf, doch er findet nur wenig Gehör. Alle Versuche, nach Preußen zurückzukehren, scheitern. Und so bleibt ihm nichts übrig, als in London weiter an seinen Theorien zu feilen. Die Stadt sei wie Ziegelstein und Mörtel für seine Arbeit gewesen, wird er einmal sagen. London, genau wie Manchester, genießt den Boom der viktorianischen Ära. Eine Zeit des Reichtums, mit London im Herzen des britischen Imperiums, das größte seit römischen Zeiten. Das kapitalistische Selbstbewusstsein ist groß und der Bürgerstand fühlt sich sicher. Und mittendrin sitzt Karl Marx in der British Library in London und schreibt das Kapital, um die wichtigste Grundlage der Stadt zu untergraben. Von 9 Uhr morgens bis abends um 7 studiert er im Lesesaal des Britischen Museums wissenschaftliche Werke zur politischen Ökonomie. Das Kapital soll eine fundamentale Analyse und Kritik der kapitalistischen Gesellschaft werden.
So untersucht Marx auch akribisch die Reproduktionsprozesse des Kapitals und entwickelt dafür dieses Schema, in dem er die Zusammenhänge von Arbeit und Profit analysiert. Marx war ja eigentlich Wissenschaftler. Also Marx war ja gar kein politischer Aktivist. Also natürlich war er ganz eng verbunden mit der Arbeiterbewegung. Er hat auf politische Bewegungen gehofft, auch gesetzt. Aber seine ganze Arbeitsweise, seine ganze Analytik ist wissenschaftlich. Und er hat ja damit zum Beispiel mit dem Kapital wirklich ein grandioses Werk geschaffen, das den Kapitalismus in seinen Mechanismen, in seiner inneren Dynamik in einer Weise offenbart, wie es eigentlich kein Ökonom vor ihm getan hat. Das ist eine Analyse, wie funktioniert eigentlich diese Gesellschaft, wie funktioniert diese Wirtschaftsordnung, und das hat er brillant gelöst. Es gibt einen Antagonismus zwischen den Interessen des Kapitals und den Interessen im marxistischen Sinn der Arbeiterklasse. Damit wird begründet, warum Revolten, Revolution notwendig ist, weil man in dieser geschichtlichen Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeiterklasse muss sich eine Seite durchsetzen. Und damit ist begründet die Notwendigkeit der Revolution. Wie diese Liste belegt, nehmen Marx und Engels regelmäßig an Sitzungen des Generalrates der Internationalen Arbeiterassoziation teil. In dieser Organisation sind auch andere Sozialisten aus den deutschen Ländern aktiv. Da, wo er sich eben in diese revolutionären Bewegungen reinbegeben hat, in der Zeit, als er der faktische Sekretär einer internationalen Arbeiterassoziation in England in den 1860er, frühen 70er Jahren war, war es ihm immer darum zu tun, im Grunde einen politischen Rahmen zu schaffen, in dem diese Arbeiterbewegung sich dann entwickeln konnte. Und man muss ja sagen, dieser Rahmen entstand dann auch. Und er stand gerade in Deutschland eben in Gestalt der Sozialdemokratie. Gegen massive Widerstände der Obrigkeit organisieren sich in den 1860er Jahren auch in den deutschen Ländern Arbeiter und Handwerker. Zwei Männer prägen die sozialistische Bewegung. Der Drechsler August Bebel engagiert sich in Hilfsvereinen und hält die Arbeiter eigentlich für politisch unreif. Der Lehrer Wilhelm Liebknecht hat nach der Revolution von 1848 als Immigrant in London Karl Marx persönlich kennengelernt. 1869 wird auf ihre Initiative hin im thüringischen Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet. Im sogenannten Eisenacher Programm verfechten sie eine an den Ideen von Marx und Engels ausgerichtete politische Linie. Als sich Staats- und Parteichef Erich Honecker 1983, 100 Jahre nach dem Tod von Karl Marx, in Eisenach die Ehre gibt, tritt er bewusst auch als Erbe der deutschen Sozialisten auf. Aus seiner Sicht hat der Arbeiter- und Bauernstaat DDR deren Zukunftsvorstellungen in die Realität umgesetzt. Ich gebe hier das Buch der Initiativen des Kreises Eisenach mit der Gewissheit, dass wir weiterhin alle Anstrengungen unternehmen werden, im Karl-Marx-Jahr hohe Verpflichtungen zu erfüllen. Recht herzlichen Dank, ich wünsche euch großen Erfolg dabei. Honecker ist im Saarland aufgewachsen, das von Bergbau und Industrie nachhaltig geprägt wurde. Symbol für die rasante Entwicklung ist das ehemalige Eisenwerk in Völklingen. Nach der Reichsgründung 1871 werden in ganz Deutschland Fabriken wie diese errichtet und ziehen ein Heer von Arbeitern an. 1849 zählt man in Preußen 326.000 Fabrikarbeiter und Bergleute. 1861 dann 541.000. 9 Jahre später sind es bereits 885.000 Industriearbeiter und 396.000 Bergleute. Das Problem bei der Organisierung der realen Arbeiter war, dass man es ja mit Leuten zu tun hatte, die schlecht ausgebildet waren. Und es waren lange Arbeitszeiten. Das buchstäbliche Überleben war sehr kräftezehrend und dazu gehörte schon viel Energie, um dann unter den Umständen politisch aktiv zu werden. Es ist ja keineswegs so, dafür gibt es unzählige Beispiele, dass je elender die Leute werden, desto mehr sie zum Aufruhr oder gar zur langfristigen politischen
Tätigkeit neigen. Dazu kam, dass die Stellung des Unternehmers fast eine absolutistische war in dieser Phase. Das heißt, es war ein Risiko, auch innerhalb des Betriebes, sich gewerkschaftlich oder parteipolitisch zu organisieren. Marx hatte ja schon akzeptiert, dass der Kapitalismus seine historische Bedeutung, seinen historischen Wert hat. Aber er hat natürlich schon eigentlich gehofft, dass am Ende des 19. Jahrhunderts sich das Ganze erledigt hat und wir dann schon in eine gerechte Gesellschaft eintreten. Also da hat er Zeiträume weit unterschätzt. Und natürlich hat er auch, ich glaube aber, das ist nicht ein Fehler, sondern wäre eine Überforderung. Er hat kein Modell einer anderen Gesellschaft entwickelt. Er hat zwar so einige grobe Striche, was da so kommen könnte, aber eigentlich ist das keine ausgefeilte Idee, was kann jetzt wirklich an die Stelle eines Kapitalismus, einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung treten. Im Frühjahr 1871 kommen die marxischen Ideen erstmals in der Realität an. Während des Krieges zwischen den deutschen Ländern und Frankreich übernimmt ein revolutionärer Stadtrat in Paris die Macht und will die französische Hauptstadt nach sozialistischen Vorstellungen regieren. Die Gründungsstunde der Pariser Kommune. Das war im Grunde das erste Mal, dass die Arbeitenden aufgestanden sind. Es war eine grundlegende Veränderung, eine ganz grundsätzliche Veränderung der Machtverhältnisse, die dort erreicht wurde. Und wo Menschen plötzlich irgendwie Bürgermeister waren und in dieser Stadt regiert haben, die vorher ja von allem ausgeklammert waren, ausgegrenzt waren, die keine Chance gehabt haben. Doch die Revolution hat ihre Schattenseiten. Die Radikalen unter den Kommunarden errichten binnen kurzem eine Gesinnungsdiktatur in der Stadt. Wer sich nicht fügt, wird ins Gefängnis geworfen. Als Paris von der französischen Armee belagert und beschossen wird, errichten die Verteidiger Barrikaden in den Straßen. Der russische Stummfilm Das neue Babylon setzt 1929 der Pariser Kommune ein Propagandadenkmal. Die internationale Arbeiterbewegung muss tatenlos zusehen, als es Anfang Mai 1871 in den Vorstädten von Paris zu schweren Kämpfen kommt. Die Pariser Kommune ist die erste Revolte, wo Menschen sich gegen das unabwendbar trotzdem aufrecht stehen und versucht, dies zu verhindern. Es war eine Pariser Kommune, die auch nicht dem revolutionären Vorstellungen traditioneller Marxisten entsprach. Und deswegen ist für mich die Pariser Kommune ein anderes Beispiel von Revolution als zum Beispiel die russische Revolution. Die Erinnerung an die erste proletarisch-sozialistische Revolution ist gegenwärtig, als der deutsche Student Daniel Cohn-Bendit im Mai 1968 zum Anführer einer Bewegung gegen das bürgerlich-demokratische System wird. Wie 1871 greift die Staatsmacht ein und versucht, die Unruhen mit Gewalt zu beenden. Manche Beobachter befürchten, es werde zu einem Bürgerkrieg in Frankreich kommen. Am 21. Mai 1871 beginnen Regierungstruppen damit, die Pariser Kommune zu zerschlagen. Etwa 30.000 Menschen werden bei den Kämpfen getötet oder hingerichtet. Nach 4 Tagen kommt es auf dem Friedhof Père Lachaise zu einem letzten Gefecht. Zwischen Gräbern endet der Traum von der Pariser Kommune. Unmittelbar nach der gewaltsamen Niederschlagung dichtet der Kommunarde Eugène Portier jene Zeilen, die zum Hymnus der Arbeiterbewegung werden. Die Internationale. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Das Recht, wie Glut im Kraterherde, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit dem Bedränger. Heer der Sklaven, wache auf. Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger. Alles zu werden strömt zuhauf. Völker, hört die Signale. Auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Die überlebenden 147 Kommunarden werden an die Wand der südlichen Mauer gestellt und erschossen. Man verscharrt sie in einem Massengrab.
Für Kommunisten jeder Couleur sind die toten Kommunarden Ahnen der Revolution. Die Internationale ist bis heute der Schlachtgesang der sozialistischen Bewegung geblieben. Der Mythos der Pariser Kommune ist so nachhaltig, dass sich die Führer der Kommunistischen Partei Frankreichs unweit des Massengrabes an der Mauer bestatten lassen. So auch Maurice Thorez. Der Parteigründer der französischen KP glaubt bis zu seinem Tod an seine Helden Lenin und Stalin und verteidigt ihre Verbrechen. Seine letzte Ruhe findet er 1964 auf dem Père Lachaise. 1937 marschiert Maurice Thorez an der Spitze seiner Genossen zur Kranzniederlegung an der Mauer der Verbundenen, während zur selben Zeit in der Sowjetunion Hunderttausende stalinistischen Säuberungen zum Opfer fallen. Mit dabei ist einer der letzten Überlebenden der Pariser Kommune. Stolz trägt er die rote Fahne der Revolution. Die Pariser Kommune wird von allen instrumentalisiert, weil sie natürlich ein starkes Symbol revolutionärer Hoffnung war. Und jeder hat versucht, hineinzuinterpretieren, was er gern hätte. Und so ist es auch ja mit den Stalinisten. Die Stalinisten haben ja versucht, alles zu besetzen. Unsere Vorstellung von Revolution, egal ob es stimmt oder nicht. 97 Jahre nach dem blutigen Ende der Pariser Kommune eskaliert 1968 erneut die Situation in der Stadt. Kritische Studenten und kommunistische Arbeiter verbünden sich. Ein wilder Generalstreik legt das Land lahm. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Streikenden wollen keine Revolutionäre sein. Es war nicht ein Generalstreik als Probelauf oder Versuch einer Revolution, sondern es war ein Generalstreik, um eine Dynamik von Reformen in Gang zu setzen in einer Gesellschaft, die reformunfähig war. Und das ist der Unterschied. Marx begründet die Revolution und die gesellschaftlichen Kämpfe, auch die Kämpfe des Proletariats, sind Kämpfe für Reformen und nicht für die Revolution. Karl Marx, weiterhin im Exil in England, glaubt 1871, dass die Prinzipien der Pariser Kommune sich durchsetzen und zur Befreiung der Arbeiterklasse führen würden. In einem vornehmen Stadtteil Londons hat Friedrich Engels inzwischen ein großes Haus bezogen. Das jähe Ende der Kommunarden in Paris hat aus Sicht der beiden Freunde auch eine positive Seite. Marx und Engels waren begeistert von der Pariser Kommune. Mehr noch als 1848 schien der Sozialismus in diesem Moment eine Chance zu haben. In der europäischen Presse unterstützten sie die Revolutionäre und die Enttäuschung über das Scheitern war groß. Doch durch die Pariser Kommune war der Kommunismus, Marx-Kommunismus, plötzlich bekannt. Und Karl Marx wurde zu einer gefeierten und berüchtigten Person. Marx hätte darüber nicht glücklicher sein können. Endlich Einfluss und Anerkennung. Nach all den Jahren versteckt in der British Library war er endlich eine politische Figur. Seine verbleibende Lebenszeit widmet Marx dem Kampf für die Durchsetzung seiner Lehren. Sein Kommunistenstolz der Unfehlbarkeit gründet in der Überzeugung, Naturgesetze wissenschaftlich bewiesen zu haben. Obwohl er wenig Kontakt zum englischen Proletariat hat, vertraut er darauf, dass die Zukunft die Revolution und den Kommunismus bringen wird. Marx hatte einen fast antiken Begriff von der Selbstentwicklung des Menschen zu kooperativen Formen der Höherentwicklung, die eine volle Entfaltung, ungefähr wie ein Orchester, wo also jeder das Beste gibt und das Ganze ein großes Kunstwerk ergibt. Ja, das kann man natürlich für sehr naiv halten, aber ganz abwegig ist der Gedanke auch nicht, dass natürlich hinter dieser Art, wie wir alle in einer Tretmühle der materiellen Produktion stehen, es Formen einer Gesellschaft geben muss, die nicht mehr antagonistisch ist, die nicht mehr tief verfeindet ist, die ihrer Gewaltpotenziale entsorgt und das Ganze in eine produktive Richtung wendet. Karl Marx stirbt am 14. März 1883 im Alter von 64 Jahren und wird auf dem Highgate-Friedhof in London beigesetzt.
Dort errichten ihm seine kommunistischen Anhänger 1956 ein pompöses Denkmal. Sein Vermächtnis ist der Marxismus. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Marx: Ich bin alles Mögliche, aber kein Marxist. Das war nicht aus Bescheidenheit gesagt, das war aus Arroganz gesagt. Er wollte etwas Definitives umreißen, eine definitive Analyse der Bewegungsgesetze dieser Gesellschaft, so wie sie war, und welche Potenziale einer höheren Entwicklung darin steckten. Das war die Faszination, die dann der eben doch entstehende, auch unter Beihilfe von Engels, sehr wohl entstehende, dann in knappe Formeln gefasste Marxismus auf diese entstehende Arbeiterbewegung ausübte. So auch im kaiserlichen Deutschland, wo inzwischen sogenannte Sozialistengesetze in Kraft sind. Parteien sind verboten, nur Einzelpersonen dürfen zu Wahlen antreten. Die Kandidaten der Arbeiterbewegung erhalten bei Reichstagswahlen trotzdem über 1 Million Stimmen. Friedrich Engels wird zum wichtigsten Berater der deutschen sozialistischen Parteiführer. Babel und Liebknecht, Babel und Liebknecht kamen nach London. Sie feierten zusammen diese wundervollen Silvester- und Weihnachtspartys in London. Engels gab Ratschläge zu Abstimmungen im Parlament und anderen politischen Themen. Es gab Rückschläge und Enttäuschungen. Trotzdem glaubte Engels weiter an den Weg zum Sozialismus über die Parlamente. Engels kümmert sich um den Nachlass von Marx, seine Werke und deren Übersetzungen. Er gibt den 2. und 3. Band des Kapitals heraus. So macht er das Werk seines Freundes unsterblich. Friedrich Engels stirbt am 5. August 1895 in London. Sein politisches Vermächtnis ist der demokratische Weg zum Kommunismus. Engels hat ja noch deutlich länger gelebt als Marx. Und im Grunde hat er ja dann sehr stark, insbesondere für Deutschland, eine politische Strategie befürwortet, die also über allgemeine Wahlen und Massenmobilisierung zu einer radikal-demokratischen und dann auch sozialistischen Entwicklung führt und jede Idee einer Diktatur durch eine kleine Elite zurückgewiesen. Trotz ihrer demokratischen Wurzeln werden Marx und Engels zu Aushängeschildern eines anderen Sozialismus, der, wie in der DDR, die Herrschaft der Partei über die Rechte des Einzelnen stellt. Marx und Engels spielten in der DDR mehrfach eine große Rolle. Einmal natürlich alle ihre Werke, aber auch ihre Briefe sollten natürlich gerade von den Studierenden immer gelesen und begriffen werden etc. Aber zum Zweiten haben sie die Wissenschaft eingeschränkt, die Gesellschaftswissenschaft. Und zwar dadurch, dass ein Marx- oder Engels-Zitat ebenso wie ein Lenin-Zitat als Beweis genügte. Das heißt, du musstest nicht mehr wissenschaftlich nachweisen, dass das wirklich so war oder dass die These stimmt, sondern wenn du ein Zitat hattest von Lenin oder von Marx und Engels, dass das bestätigte, dann genügte das. Das war, glaube ich, nicht gut, weil man dadurch die tiefere Analyse ein bisschen verlernt hat. Die Humboldt-Universität unter den Linden. Hier haben der junge Marx und Engels studiert. Ohne ihr Werk hätten auch diese jungen Menschen heute nicht studieren können. Sie sind zumeist Kinder von Arbeitern und Bauern. Engels didn't want to die in 1895 wollte Engels nicht sterben. Noch einen kurzen Blick wollte er ins neue Jahrhundert werfen. Denn er war sehr zuversichtlich, was Deutschland und Frankreich anging. Er spürte, dass sich in ganz Europa eine politische Bewegung formierte und vor allem über die Möglichkeiten in Russland freute er sich. Ihm war klar, dass etwas im Busch war. Doch über das Ausmaß war er sich sicherlich nicht im Klaren. Zentrum der Zeitenwende in der Geschichte des Kommunismus wird die Hauptstadt Russland sein. Sankt Petersburg. Hier beginnt 1917 die russische Revolution.